Das Jahr 2019 war für die Bourgeoisie der BRD wieder ein gutes Jahr. Der deutsche Aktienindex steht auf seinem Allzeithoch. Der Zuwachs im Jahr 2019 betrug 25,6%. Der Bund meldet 13 Milliarden Mehreinnahmen. Auch der Bundesstaat Mecklenburg-Vorpommern meldet Mehreinnahmen. Für das Proletariat wurde jedoch sinkendes Realeinkommen diagnostiziert. Auch im Bundesstaat Mecklenburg-Vorpommern stieg 2019 die Zahl der offiziell Armen, und zwar auf 20,9%. Wieder gab es in diesem Teilgebiet der BRD Bevölkerungsrückgang. Gesagt wurde von den Ideologen der Bourgeoisie, dass der Aufschwung, also ihr Aufschwung, durch die Kauflaune der Deutschen bewirkt wurde. In Wirklichkeit wurde aber nur das Preisniveau erhöht. Die Preise für Gas, Wasser, Strom, Benzin und so weiter wurden erhöht. Die Mieten natürlich auch. Das Pflegeheim, in dem meine Schwiegermutter lebt, verlangt ab Januar 2020 400 Euro mehr im Monat. Ihr Gesundheitszustand hat sich nicht geändert, sondern die Preiserhöhung kommt zustande wegen der, ja, Kauflaune der Deutschen. Auch die Klimakrise spitzte sich zu. 2019 wurde mit 42,6 Grad Celsius die bisher höchste Temperatur in der BRD gemessen. Im Bundesstaat Mecklenburg-Vorpommern war das Jahr 2019 auch wieder das wärmste seit der Wetteraufzeichnung, die 1850 in Schwerin begann. Höchsttemperatur in den Weltmeeren. Dass eine Entspannung der Klimakrise auch in Zukunft nicht erfolgen wird, beweisen schon die wieder überdurchschnittlich hohen Temperaturen im Januar. Beweise für die überdurchschnittlich hohen Temperaturen hier sind die blühenden Ringelblumen, die Veilchen und die Primeln. Alles ist grün. Sogar das Gras wächst. Jetzt, im Januar 2020. In diesem Winter hat es noch niemals geschneit. Als ich ein Kind war, haben wir auf dem Eis des großen Teiches Eishockey gespielt und sind mit unseren Schlittschuhen gelaufen. Überall im Dorf war unser Kinderspiel zu hören.
Erstmalig erschien zum Neujahrsempfang der Regierung von Mecklenburg-Vorpommern die Bundeskanzlerin und 50 ausgewählte Bürgerinnen und Bürger durften daran teilnehmen. Der wichtige Appell der Bundeskanzlerin wurde im Fernsehen gesendet, nämlich, dass wir wieder miteinander reden und zuhören sollen. Nehmen wir es positiv. Die Rüstungsausgaben der BRD für das Jahr 2020 sind mit über 50 Milliarden Euro geplant. Auch das ist das absolute Allzeithoch. Ich fordere die sofortige Beendigung dieses organisierten Verbrechens. Zum Beispiel Pflegeheime können das Geld gut gebrauchen. Die Rüstungsexporte der BRD sind ebenfalls auf dem Höchststand. Über 8 Milliarden Euro werden angegeben. Ich fordere die Umstellung der Rüstungsproduktion. Exportieren wir doch Fahrräder, Rollstühle, Krankenhausbetten, Medikamente und dergleichen. Reden wir doch über das Eigentum. Ist denn das Privateigentum an den gesellschaftlichen Produktionsmitteln für die Gesellschaft gut? Die Realität beweist das Gegenteil. Als hier in Großpolzin noch die Genossenschaft die Einwohner einte, gab es den Konsum, den Friseur, die Bibliothek, den Kindergarten, den Sportverein, die Volkssolidarität, die FDJ, die Schule im Nachbardorf Quilow. Ich war dort 8 Jahre lang Schüler. Die 9. und 10. Klasse besuchte ich im etwas weiter entfernten Dorf Salchow. Heute werden die Kinder mit dem Bus in die weit entfernte Stadt Anklam gefahren. Der Busverkehr ist hier zum Vorjahr nochmals reduziert worden. Jetzt fährt nur noch Mittwochvormittags ein Bus nach Anklam. Die Rückfahrt ist nur noch mit dem Schülerbus ab 13.15 Uhr von Anklam möglich. Wenigstens wurde im letzten Jahr eine Pädagogin zur Beaufsichtigung der Schüler im Bus bereitgestellt. Das reduzierte die Frechheiten der Schüler gegenüber den Erwachsenen und die Brutalität der Kinder untereinander, besonders die der Älteren gegenüber den jüngeren Schülerinnen und Schülern. Großpolzin hatte einmal eine Post. Davon ist der Briefkasten geblieben, der nur an Wochentagen einmal geleert wird. Die Postzustellung hat sich wieder verschlechtert. Ich habe seit dem 20. Dezember 5 nicht an mich gerichtete Briefe im Kasten gehabt. Blödsinnige Werbung wird stillschweigend entsorgt. Die Weihnachtskarte, die die Familie meiner Schwester an uns hier nach Großpolzin schickte, wurde nicht zugestellt. Auf dem Brief stand in Schwerin
verstorben. Die Telefonverbindung nach Dresden ist weiterhin so schlecht, dass wir in der Regel 2, manchmal 3-mal das Gespräch neu beginnen müssen. Warum? Ja, Kauflaune der Deutschen. Die Prahlerei der Bundesbahn. Wie gut und billig es demnächst werden soll, hat durchaus auch ein Allzeithoch erreicht. Bei uns in der DDR stiegen wir in Dresden in den Zug ein und in Anklam aus. Heute ist ein Zwangsaufenthalt in Berlin von 1 bis 1,5 Stunden die Normalität. Dabei ist der Fahrplan so eingerichtet, dass ein ICE benutzt werden muss. Das verringert die Gesamtfahrzeit nicht, aber verteuert sie. Kauflaune der Deutschen. Weil ich hier in Großpolzin nicht meine Musiksammlung habe, höre ich notgedrungen NDR Kultur. Der Sender fiel schon immer mal kurz aus, kam dann aber wieder. Am Donnerstag war der Radiosender mindestens von 10.45 Uhr bis 11 Uhr bis 13.10 Uhr ausgefallen. Nicht einmal gewöhnliche Radioübertragungen bringt die BRD im Jahre 2020 fertig. Vom Inhalt, zum Beispiel von der permanenten Hetze auf meine geliebte Deutsche Demokratische Republik, will ich gar nicht erst reden. Kurz, die DDR entsprach dem Stand der modernen Produktivkräfte. Die BRD ist unfähig, mit dem geraubten Eigentum sinnvoll umgehen zu können. Selbst der neue Herr im Großpolziner Herrenhaus hält sich noch mit standesgemäßer Hofhaltung zurück, wie das an anderen Orten schon der Fall ist. In der BRD ist die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe auf offiziell 267.000 gesunken. Die landwirtschaftliche Nutzfläche aber ist relativ konstant. Das beweist die Tendenz zum Großgrundbesitz. Und obwohl es hier in Großpolzin keine Schafe, keine Schweine, keine Enten, keine Hühner, keine Kühe, kurz nichts gibt, seit rund 30 Jahren hat der Acker hier keinen natürlichen, also organischen Dünger bekommen, verödet also, lebt dieser Teil der Bourgeoisie, die Großgrundbesitzer, sehr gut vom Niedergang. Die BRD ist eben kein Arbeiter- und Bauernstaat, sondern
das Machtinstrument der Bourgeoisie zur Ausbeutung des Proletariats in Stadt und Land. Der Beweis dafür ist die Realität.
Enquilo als weiteres Beispiel für die Gegend sieht der Niedergang, die Destruktion erwartungsgemäß nicht anders aus. Die Destruktion in der BRD ist eben nicht nur eine politische, ökonomische, ökologische, sondern eine allseitige. Beispiele für die kulturelle Destruktion sind der Zustand des Großpolziner Kulturhauses neben der zerstörten Gärtnerei und der Zustand des Menzliner Kulturhauses. In beiden Kulturhäusern befanden sich moderne Gaststätten. Bis 1990.
Besonders schmerzlich ist der weitere Verfall des Kulturpalastes Mochin. Er war ein Geschenk der Volksrepublik Ungarn an unsere Deutsche Demokratische Republik. Ein besonders krasses, abscheuliches, widerliches, reaktionäres Beispiel für den gesellschaftlichen Niedergang sowohl der BRD als auch von Ungarn ist die traurige Tatsache, dass bei den Waffenverkäufen der BRD Ungarn der Waffeneinkäufer Nummer 1 ist. Niemals werd ich dich vergessen, immer bleibst du in mir. Aus der Eisnacht in die Sonne gingen wir, vom Ich zum Wir, vom Ich zum Wir. Wer seine Beine verloren hat, weiß, was gesunde Beine sind. Und wer blind geworden ist, weiß, was er an gesunden Augen gewinnt. Der Verlust unseres Staates, unserer schönen DDR, ist der Schmerz meines Lebens.
ja, ich sehne sie mir her. Niemals werd ich dich vergessen, immer bleibst du in mir. Aus der Eisnacht in die Sonne gingen wir, vom Ich zum Wir, vom Ich zum Wir. Der Verlust unseres Staates, unserer schönen DDR, ist der Schmerz meines Lebens. Ja, ich sehne sie mir her.
kann nicht vergessen, was einmal war. Und ich will nicht vergessen, was einmal war. Wir hatten den Start, unseren Start. Wir hatten die Macht, unsere Macht. Sie bleibt immer in uns, unsere Republik. Sie bleibt immer in uns, unsere Republik. Sie entsteht neu nach unserem Sieg. Und sie entsteht neu nach unserem Sieg. Eben weil die Bourgeoisie ihr reaktionäres Wesen beweist, sind wir zur Revolution gezwungen. Wir sind gezwungen, das gesellschaftliche Eigentum an den gesellschaftlichen Produktionsmitteln herzustellen. Und das werden wir. Es lebe die Revolution!